Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Class Dominator 105. Den möchte ich euch gerne mal näher zeigen und zu gucken, was er denn so schönes kann. Genau, vorab, ihr müsst natürlich den Mod Laden aktivieren auf die Karte bringen, ne? Und da gehen wir immer in den Mods und den Seas. Und da haben wir schon das gute Stück, Class Dominator 105. Bestehend aus dem Class Dominator 105, den C510 Schneidwerk und das passende Schneidwerkswagen auch dazu. Wir fangen mal mit dem Class an. Der hat 180 PS im Standard, ne? Stufenloses Getriebe, 500 Liter Diesel, fährt 22 km/h. Kann 6.500 Liter laden und wiegt 9,7 Tonnen. Kostet im Standard 36.500 Euro. Hier könnt ihr folgende Konfiguration wählen: die Reifenhersteller einmal von Lizard oder Mitas zum Beispiel oder Lizard. Dann bei Lizard haben wir noch Weber hier Standard oder Standard 2. Ne, da sind sie ein bisschen breiter, die Räder. Oder halt Standard. Mitas können wir nichts wählen und Lizard natürlich Standard oder Standard 2. Warndreieck haben wir hier auch noch wählbar hinten am Heck, ja oder nein. Ja. Dann haben wir noch wählbar Strohhäcksler, nein oder ja. Ja. Da wird hinten den Strohhäcksler angebaut. Des Weiteren haben wir hier eine Rundumleuchten wählbar, nein. Dann Dachvariante, also einer am Dach links. Zwei am Dach doppelt, ne? Oder eine am Dach links und eine hinten am Heck. Oder am Dach doppelt zwei und eine hinten am Heck. Oder keine. Natürlich könnt ihr hier die Hauptfarbe auch wählen, von Glas Grün auf Grün 2. Von Grün 2 auf Grün 3. Und von Grün 3 auf Grün 4. Da ist es halt ein bisschen beige, ne? Oder von Glas Grün auf Gelb. Da sieht er halt gelb aus. Das ist jetzt ein bisschen orange-gelb, aber kann man auch gelb dazu sagen. Des Weiteren können wir hier noch wählen die Felgenfarbe, entweder ein Rot oder ein Weiß. Oder halt auch gerne in Silber. Geht natürlich auch. Genau, dann kostet circa 39.300 Euro. Dann haben wir hier das Schneidwerk noch, das C510. Wiegt 1,3 Tonnen. Hat eine Arbeitsbreite von 5,1 Metern. Und fährt mit einer Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h die Stunde. Kostenpunkt 6.500 Euro. Ihr könnt hier die Variante wieder wählen, die Hauptfarbe. In Grün. Dann in Grün 2. Dann haben wir hier wählbar Grün 3, Grün 4 oder auch Grün-Gelb. Sonst können wir hier leider nichts wählen. Des Weiteren haben wir den Schneidwerkswagen für den Drescher. Ne? Der C510 Anhänger heißt er. Wiegt 2,4 Tonnen und kostet 750 Euro. In der Konfiguration könnt ihr verschiedene Dinge wählen, wie zum Beispiel die Hauptfarbe von Grün auf Grün 2, von Grün 2 auf Grün 3, von Grün 3 auf Grün 4 und von Grün 4 auf Gelb zum Beispiel. Nur mal so als Beispiel. Des Weiteren könnt ihr hier noch die Felgenfarbe wählen, von Rot auf Weiß oder von Weiß auf Silber. Natürlich könnt ihr hier noch ein Kennzeichen wählen, wie ihr das natürlich möchtet, ne? Und dann kostet der auch standardmäßig 57 Euro. Genau, jetzt haben wir hier zum Beispiel mal die Drescher hingestellt, verschiedene, ne? Und dann probieren wir den ganzen mal aus. Ja, natürlich einmal alles hier hingestellt, ne? Dann nehmen wir einfach mal den gelben hier oder den grünen hier zum Beispiel, ne?
So hört er sich an. Lichter haben wir auch am Start. Hinten zwei natürlich, ne? Vorne zwei. Dann haben wir sogar Kabinenbeleuchtung, sehe ich gerade, ne? Zwei Stück. Eine hier und eine über meinem Kopf. Auch cool gehalten, ne? Und auf jeden Fall ein schönes Glas-Logo am Heck. Ja. Gut, dann fahren wir mal zum Beispiel mal hier an das Schaltwerk. Kann zum Beispiel jetzt mal so anhängen, ja. Nur mal so als Beispiel jetzt, ne? Zack. Und dann könnt ihr den anhängen und anschalten zum Beispiel, auch absetzen. Ne? Natürlich könnt ihr aber auch den Schneidwerkswagen mitnehmen. Ne? Und dann das Schneidwerk natürlich da draufsetzen. Wir werden uns den Drescher gleich aber auch gerne mal noch in Aktion sehen. Ne? Dann können wir mal gucken, was er denn so alles Schönes machen kann. So, wir haben hier den Schneidwerkswagen hier auch. Ne? Linker Arm hoch am Start, Rückverleuchter brauchen wir nicht, Bremse ist da, ne? Und haben wir im Prinzip alles, was wir so brauchen. Jetzt können wir mal gucken, ob das Schneidwerk auch auf dem Schneidwerkswagen drauf kommt oder auch drauf switcht, wie es ja nur üblich ist bei den Schneidwerkswagen. Ganz langsam hinfahren. Zack. Oh, einwandfrei. Das ist sehr schön gemacht auf jeden Fall. Prima. So fällt es auch nicht runter und ist fest verbunden. So, jetzt zippen wir hier hin. Genau, hier haben wir den in grün mal. Ne, dann können wir zum Beispiel hier den anschalten. Dann haben wir hier L1 und X. Aufklappen oder zuklappen. Da öffnet sich die Kamera vorne. Ne. Senken, also L1 und Kreis. Ne. Senken des Schneidwerkes. Dann haben wir hier noch L1 und Viereck für Anschalten des Schneidwerkswagen, Ziehen des Schneidwerks. Stromablage ein- oder ausschalten. Haben wir hier auch L1 und Steuerkreuz nach rechts oder Steuerkreuz nach unten. Haben wir Rohr ausfahren, ne, im Prinzip. Und dann probieren wir das Ganze mal aus. Des Weiteren haben wir hier noch wählbar das Schneidwerk. Selber noch ein bisschen hoch und runter wählbar, ne? Und bei dem Drescher können wir noch wählen R1 und L1, rechter Stick nach oben oder nach unten. Können wir einmal die Treppe hinten wählen, ne? Da habt ihr die Treppe da hoch und runter, oder ihr könnt wählen mit R1 gedrückt die Tür, ne? R1 und rechter Stick nach oben oder unten, wenn ihr die Tür öffnen oder schließen. Auch sehr schön gemacht. So, jetzt probieren wir den mal ganz mal hier mal aus. Ne? Fahren wir einfach mal eine Runde hier so drüber. Wir haben hier einen Strohwechsel hinten dran gemacht mit der ohne Strohablage. Oder dann könnten wir auch mal einmal mit Strohablage machen. Und dann baut sich das Ganze um. Und dann haben wir hier mit Stroh am Namen. Auch auf jeden Fall interessant gemacht. Sieht auf jeden Fall schick aus, ne? Und kann man hier auch reingucken. Ne? Und dann kommen halt auch die ganzen Sachen dann hinten raus. Oben halt im Korntank, ne? Und wird dann halt schön umgeladen. Jetzt können wir zum Beispiel mal noch gucken, wie man den ablädt und wie die Abladeanimation ist. Ne? Fahren tut er ja natürlich 20 km/h, wo er auf dem Tacho 25 steht. Okay. Machen das Rohr, fahren das Rohr aus. Ne? Fahren hier drunter. Ja, müssen wir den Trigger noch suchen gehen. Genau, zack. Und dann kippt der aus.
Ist auf jeden Fall auch wieder so ein kleiner Drescher für zum Beispiel auch kleinere Karten wie die Oldstream Farm oder St. Kalle oder Frühling oder. Ne? Und hat schon was. Hm? Hat schon was. Also kleine, schöne, ich sage jetzt mal so in Anführungsstrichen, alte Drescher hier. Ne? Sind auch schon echt interessant, auf jeden Fall. Das war's auch hier von dieser Mod-Vorstellung. Ich hoffe, euch hat das ganze Video hier gefallen. Falls ihr denn noch Fragen habt, Anmerkungen oder gerne mehr, schreibt dies gerne unten in die Kommentare rein. Oder besucht uns gerne auch auf Twitch, Discord, ne, da sind wir auch ab und an mal unterwegs. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dahin und ciao, ihr Lieben.